Eine junge Touristin hat ihr Herz an einen ungewöhnlichen deutschen Mann verloren. Wie sie berichtete, habe er nicht nur einen ausgesprochen eleganten Kleidungsstil, sondern sei bei ihrer kurzen Begegnung auch unglaublich humorvoll gewesen. Außerdem soll er gesagt haben, dass er niemals Bier trinke und Fußball für ihn der langweiligste Sport der Welt sei. Des Weiteren habe er sich äußerst positiv zum Wetter geäußert. Das hat die junge Frau offenbar so sehr beeindruckt, dass sie nun alles versucht, um dieses Ausnahmeexemplar wiederzufinden. Bislang leider ohne Erfolg. Liebe Touristin, geben Sie die Suche auf. Ich bin sicher, Sie haben nur geträumt. Hallo, ich begrüße euch bei Fröhlich Deutsch. Mein Name ist Michaela Fröhlich, ich bin Deutschlehrerin und einige Nutzer haben mich darum gebeten, mal ein Video zum Konjunktiv 1 zu machen. Das tue ich hiermit. Und zwar geht es in diesem Video nur um den Gebrauch des Konjunktivs 1 und nicht darum, wie wir die einzelnen Formen bilden und auch in verschiedenen Zeiten bilden. Da könnt ihr unten mal schauen, ich habe euch dazu etwas in der Infobox verlinkt. Trotzdem möchte ich euch kurz ein paar Beispiele zeigen, damit wir den Konjunktiv 1 in der Form erst einmal vom Indikativ, also der normalen Verbform, und vom Konjunktiv 2 unterscheiden können. Zum Beispiel beim Verb sein ist eine Form im Indikativ es ist, im Konjunktiv 1 es sei, im Konjunktiv 2 es wäre. Bei dem Verb können ist zum Beispiel eine Form im Indikativ sie kann, Konjunktiv 1, sie könne, Konjunktiv 2, sie könnte. Beim Verb machen haben wir beispielsweise im Indikativ er macht, Konjunktiv 1, er mache, Konjunktiv 2, er würde machen. Eigentlich ist es er machte, aber das ist identisch mit dem Präteritum, also er würde machen. Die wichtigste Funktion, die der Konjunktiv 1 für uns hat, ist die indirekte Rede. Das bedeutet, dass wir eine Aussage einer anderen Person wiedergeben und uns aber, indem wir den Konjunktiv 1 benutzen, von dieser Meinung oder Aussage distanzieren. Wir machen also deutlich, dass es nicht die eigene Meinung ist, sondern die Meinung eines Dritten. Ein Beispiel für die direkte Rede wäre: Der Zeuge sagt, ich habe den Dieb gesehen. In indirekter Rede lautet es, der Zeuge sagt, er habe den Dieb gesehen. Oder alternativ, der Zeuge sagt, dass er den Dieb gesehen habe. Es heißt also, er habe und nicht er hat. Jetzt ist es so, dass wir in der mündlichen Alltagssprache eigentlich nicht den Konjunktiv 1 verwenden. Da würden wir eher den Indikativ oder den Konjunktiv 2 verwenden. Also zum Beispiel sagen, der Zeuge sagt, er hätte den Dieb gesehen oder der Zeuge sagt, dass er den Dieb gesehen hat. Ja? Das geht deswegen, weil wir ja schon mit dem Einleitungssatz, er hat gesagt, deutlich machen, dass es nicht unsere eigene Aussage ist. Nun sind diese Formen aber leider nicht ganz korrekt. In manchen Textsorten müssen wir wirklich sehr streng darauf achten, dass wir den Konjunktiv 1 verwenden. Es ist also eher eine Form der Schriftsprache oder auch der gehobenen Sprache. Wir benutzen den Konjunktiv zum Beispiel in Nachrichten, so wie am Anfang des Videos. Wir benutzen ihn auch in Berichten. Wir benutzen ihn besonders auch in der Wissenschaft für das wissenschaftliche Zitieren und einfach ähnlichen Textformen. Immer dann, wenn wirklich eine hohe Formalität im Prinzip verlangt wird. Falls ihr aber selbst niemals derartige Texte schreibt, ist es trotzdem nützlich, einfach diese Formen zu kennen. So könnt ihr immer unterscheiden, ob eine Aussage, die ihr lest oder hört, von dem Sprecher bzw. dem Verfasser kommt oder ob der oder diejenige nur eine Aussage wiedergibt. Das heißt also, es ist für euch einfach wichtig, auch die Formen zu kennen und zu unterscheiden, auch wenn ihr sie nicht selbst aktiv anwendet. Für alle, die eine Prüfung ablegen möchten, eine C1-Prüfung, die sollten sich nochmal genauer mit dem Konjunktiv 1 beschäftigen, denn wir brauchen ihn da zum Beispiel bei der Wiedergabe von Fremdmeinungen.
Und auch zum Beispiel bei den, zumindest bei den TELC C1-Prüfungen oder ne, auch TELC C1 Hochschule, bei den Sprachbausteinen. Da haben wir ganz oft ja, die Möglichkeit zwischen verschiedenen Verbformen und ein oder zwei davon sind vielleicht im Konjunktiv 1. Und da solltet ihr in der Lage sein, die richtige Form auszuwählen. Nun zeige ich euch aber mal etwas genauer, wie wir den Konjunktiv 1 verwenden. Besonders wichtig ist eigentlich zu wissen, dass wir ihn überwiegend in der dritten Person brauchen. Ne? Dritte Person Singular und auch Plural. In den anderen Formen existiert der Konjunktiv 1 natürlich auch, aber es liegt in der Natur der Sache, dass wir die Formen sehr selten brauchen, ja? Weil es ja oft darum geht, eine Aussage einer dritten Person wiederzugeben. Wir haben dann oft auch so ganz typische Ausdrucksformen oder bestimmte Verben, die den Konjunktiv 1 einleiten sozusagen oder die indirekte Rede einleiten. Das sind alle Verben des Sagens, Denkens, Glaubens, Hoffens oder Wünschens, ja, wie zum Beispiel sagen, denken, behaupten, berichten, äußern, glauben, hoffen und so weiter. Wir schauen uns mal ein paar Beispielsätze an. Der Dieb behauptet, dass er den Schmuck nicht gestohlen habe. Der Zeuge sagt aus, er wisse, wer der Dieb sei. Diese Beispiele sind noch relativ einfach. Sie sind in der dritten Person Singular und in der dritten Person Singular können wir immer den Konjunktiv 1 verwenden. Anders sieht es im Plural aus. Schaut mal hier. Die Diebe behaupten, dass sie den Schmuck nicht gestohlen haben. Die Zeugen sagen aus, sie wissen, wer der Dieb sei. Was fällt euch auf? In der dritten Person Plural ist die Form des Konjunktivs 1 identisch mit dem Indikativ. Es gibt also hier ja keinen erkennbaren Unterschied. Eine Ausnahme ist das Verb sein, da haben wir einen Unterschied, aber bei allen anderen Verben fallen die beiden Formen zusammen und wir können sie im Prinzip nicht unterscheiden. In so einem Fall greifen wir auf den Konjunktiv 2 zurück. Die Diebe behaupten, dass sie den Schmuck nicht gestohlen hätten. Die Zeugen sagen aus, sie wüssten, wer der Dieb sei. Das heißt, immer dann, wenn der Konjunktiv 1 mit dem Indikativ zusammenfällt, nehmen wir Konjunktiv 2. Jetzt ist es so, dass aber auch manchmal die Form des Konjunktiv 2 mit dem Präteritum zusammenfällt und diese Formen identisch sind. Zum Beispiel beim Verb machen. Die Polizei berichtet, die Zeugen machten keine weiteren Aussagen. Machten kann also sowohl Konjunktiv 2 als auch Präteritum sein. Vielleicht wusstet ihr das noch gar nicht, dass das auch Konjunktiv 2 ist, aber was ihr kennt oder welche Form ihr auf jeden Fall kennt, ist die Form mit würden plus Infinitiv. Die Polizei berichtet, die Zeugen würden keine weiteren Aussagen machen. Ich fasse noch einmal zusammen, wie wir die indirekte Rede bilden. In der dritten Person Singular können wir immer den Konjunktiv 1 benutzen. In der dritten Person Plural müssen wir, außer bei dem Verb sein, den Konjunktiv 2 wählen. Wenn aber der Konjunktiv 2 wiederum mit dem Präteritum identisch ist, nehmen wir die Form mit würden plus Infinitiv. Noch eine Sache zur indirekten Rede. Es ist nicht notwendig, dass wir immer einen Einleitungssatz haben. Manchmal zeigt uns der Kontext, dass wir die Aussage einer anderen Person wiedergeben. Ich zeige euch nochmal ein Beispiel. Experten zufolge ist ein kurzer Mittagsschlaf gesund. Das Nickerchen solle jedoch eine bestimmte Dauer nicht überschreiten. Ideal seien 10 bis 30 Minuten. Wir können hier also durch die Konjunktiv-1-Formen erkennen, dass die Aussagen der Experten sind und nicht die Aussagen des Autors oder der Autorin. Neben der indirekten Rede haben wir aber noch ein paar weitere Funktionen, zum Beispiel als Wunsch, Aufforderung oder einfach in festen Wendungen. Ich zeige euch wieder ein paar Beispiele. Gott sei Dank, das bedeutet glücklicherweise, ja? Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Oder der Konnektor, es sei denn, das bedeutet außer wenn. Wir gehen schwimmen, es sei denn, es regnet. Zum Beispiel die Redensart, koste es, was es wolle. Ich will diese Prüfung bestehen, koste es, was es wolle. Also unbedingt, ja? In alten Rezepten konnte man früher oft lesen, man nehme 300 Gramm Mehl, 5 Eier und so weiter. Und dann gibt es das berühmte übersetzte Star Wars-Zitat, möge die Macht mit dir sein. Ich könnte euch noch einige weitere Beispiele nennen, aber ich denke, das reicht.
Probiert ihr es doch jetzt mal mit der indirekten Rede. Welche Verbform ist richtig in den folgenden Beispielen? Böse Zungen behaupten ja, Deutsch sei viel zu schwierig und das Leben sei zu kurz, um Deutsch zu lernen. Das ist natürlich Quatsch, ihr könnt das besser. Schreibt mir doch mal eure Beispiele unten in die Kommentare und zeigt mir, dass ihr den Konjunktiv 1 verstanden habt. Ich bedanke mich, schicke euch fröhliche Grüße und bis bald.